Thomas Buckreus ist Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss. In dieser Funktion hatte er die Aufgabe, den Mietern Mieterhöhungen zum 1. Dezember anzukündigen. Insbesondere bei langjährigen Mietverträgen erfolgt eine Mietanpassung. Das liegt einfach daran, dass zum einen wir seit der Wiedervereinigung eine derartige Mietanpassung noch nicht gemacht haben. Wir haben bisher immer darauf verzichten können. Und jetzt zwingt uns einfach auch unsere Aufgaben, die wir in den Beständen zu erledigen haben, Sanierung, Modernisierung, dazu auch da ein Stück weit die Mieten anzupassen, um auch im Gegenzug die Mieten im Neuvermietungsbereich im verträglichen Rahmen zu halten. Kurz nach dem Brief der WG Karl Zeiss haben viele Mieter einen Brief erhalten, in dem sie aufgefordert worden sind, gegen die Mieterhöhung vorzugehen. Verfasst wurde das Schreiben vom Deutschen Verbraucherschutzring, der eine Arbeitsgemeinschaft Mieterschutz Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss gegründet hat. In der Niederlassung des DVS neben dem Roten Turm am Löptergraben ist man der Meinung, dass die Mieterhöhung teilweise unberechtigt gewesen sei. Die grundsätzliche Argumentation, warum eine Mieterhöhung stattfinden musste, ist hier für die Mieter insbesondere häufig nicht so sehr nachvollziehbar. Wenn man sich die Jahresberichte der Wohnungsgenossenschaft anschaut, ist es in der Tat nicht unbedingt offensichtlich, dass hier eine Mieterhöhung stattfinden muss. Gleichwohl ist es nicht Sinn und Zweck dieser Arbeitsgemeinschaft, diesem Mieterhöhungsverlangen generell zu widersprechen. Das ist grundsätzlich eine Entscheidung, die natürlich auch einer Genossenschaft freisteht, wenn sie dafür Anhaltspunkte erkennt. Aber in der Höhe muss sie dann eben auch berechtigt sein. Die WG Karl Zeiss hat bei der Mieterhöhung eine Obergrenze von 55 Euro monatlich festgelegt. Ob diese Forderungen im Einzelfall berechtigt sind, will der Verbraucherschutzring durch einen Katalog mit über 40 Fragen zur Beschaffenheit der Wohnungen feststellen. Daraus soll dann errechnet werden, wie viel Prozent von den Mieterhöhungen abgezogen werden könnten. Bei einigen Mietern stieß das Angebot des Verbraucherschutzrings auf Interesse, obwohl man eine Gebühr von 99,50 Euro für die Überprüfung durch die Vertrauensanwälte bezahlen muss. Andere Mieter, wie zum Beispiel Manfred Kasten, hat vor allem die Polemik in dem DVS-Anschreiben gestört. Der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss können Sie die Zähne zeigen, packen wir es an. Dieser Philosophie kann ich mich nicht anschließen. Ich fühle mich in unserer Genossenschaft gut aufgehoben, aber man muss nicht zu allem Ja sagen. Und die Mieterhöhung für Bestandsmieten empfehle ich, in Staffelmietverträge umzuwandeln. Diese und andere Vorschläge können Sie Thomas Buckreus und seinen Kollegen auch persönlich machen. Am kommenden Wochenende werden die WG Karl Zeiss Mitarbeiter im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags allen Interessierten Rede und Antwort stehen.